Am 17. November 2011 wurde der Best Börse Award zum 7. Mal verliehen. Und Orga TV war für euch vor Ort. Die Awards wurden poliert. Für die Verpflegung gesorgt. Das Ganze fand im Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz-Saarland statt. Liebe Orga-TV-Zuschauer, neben mir steht Frau Dr. Stefanie Müller vom Institut für Managementkompetenz. Würden Sie uns einen kurzen Überblick zum Best Purse Award verschaffen? Gerne. Der Best Purse Award gibt es jetzt in der 7. Runde. Er zeichnet insbesondere mittelständische und kleinere Unternehmen dafür aus, dass sie eine gute, professionelle Personalarbeit leisten. Was erwartet uns heute bei dieser Veranstaltung? Ja, heute haben wir die große Siegerehrung des Awards. Das heißt, wir werden heute die Unternehmen kennenlernen, die wirklich top sind. Das heißt, es gibt immer einen Gesamtsieger, wer also insgesamt gewonnen hat. Und dann ist der Award danach aufgegliedert nach einzelnen Sparten der Personalarbeit. Das heißt, es gibt dann einen Sieger für die Kategorie Personalbeschaffung. Es gibt einen Sieger in der Kategorie Personalentwicklung. Und wir haben insgesamt 10 Kategorien. Und auch wenn man nicht den Gesamtsieg erreicht, ist es trotzdem gerade für ein Unternehmen immer wieder schön, dass sie auch solche kleineren Preise für die einzelnen Sparten gewinnen können. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie hier sind. Und außer, dass Sie hier ein anderes Gesicht sehen, das Sie vielleicht aus Siegen schon kennen, wir haben es ja einmal bei mir in Siegen machen können, ändert sich nichts, der Rest bleibt, wie es ist. Sie sehen unser Programm für heute. Wie es traditionell bei uns üblich ist, die 7. Verleihung des Best Purse Awards seit 2003. Es ist inzwischen ein renommierter Preis, denn es wird immer im Vergleich solcher Preise auf den Best Purse Award hingewiesen, sei es im Spiegel, sei es in der Süddeutschen Zeitung oder sonstigen Publikationen, auch natürlich in der Fachpresse des Personalmanagements. Und man weiß durchaus, dass es ein renommierter Preis ist, der ein Qualitätspreis ist. Das siegreiche Unternehmen ist ein Global Player mit lokalen Wurzeln, so versteht sich's, nennt sich Weltmarktführer und Technologieführer. Es hat eine eindrucksvolle Vision. Es hat ein gutes Arbeitgeber-Image. 3 Gründe, ausführlich erläutert sie erst, wenn ich das Unternehmen genannt habe, aber letztlich waren 3 Gründe maßgebend, warum das die gewonnen haben. Es hat einen eindrucksvollen HR-Change hingekriegt, von einer personalverwaltenden Funktion zu einem echten Businesspartner. Es hat eine systematische, planvolle Personalarbeit. Alles ist abgestimmt und es hat ein paar Besonderheiten, dazu aber nachher. Ja, Sieger, er weiß schon, dass er Sieger ist. Ich habe es am Wimpernschlag gesehen. Sieger ist Roland Henn von Otto Bock. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier Herr Roland Hehn von Otto Bock Healthcare GmbH. Beschreiben Sie uns bitte kurz Ihr Unternehmen. Otto Bock Healthcare ist der Weltmarktführer und auch Technologieführer in einem Bereich der Orthesen- und Prothesentechnik, nämlich insbesondere für Hightech-Produkte, aber auch in die Zukunft schauen, mehr und mehr in dem Markt für Basics und im Massenmarkt zu Hause und das weltweit und global. Schön. Was ist Ihr Erfolgsrezept, welches Ihnen heute zum ersten Platz verholfen hat? Ja, sicherlich hatte ich die große Chance und den Vorteil, vor etwas mehr als 3 Jahren fast bei Null beginnen zu können. Es gab natürlich etwas, aber ich hatte die Möglichkeit aufzubauen, viele Sachen selber neu entscheiden zu können. Ein Kollegium in der Geschäftsführung, die sehr, sehr unterstützend waren, ein Eigentümer, der das gefordert hat. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Wissen, dass wir hier im Mittelstand sind. Ich komme ursprünglich aus Großunternehmen. Und im Mittelstand muss man pragmatisch sein, schnell sein, die Freiräume nutzen und vor allen Dingen wissen,
dass man mit 80% viel, viel mehr erreichen kann, als immer die 100% anzustreben. Okay, noch eine letzte Frage. Da die meisten Zuschauer Studenten sind, würde uns natürlich interessieren zu wissen, was müssen Studenten später vorweisen, um bei Ihnen im Unternehmen als Mitarbeiter eingestellt zu werden? Ja, es ist sicherlich sehr abhängig von der Position und von der Aufgabe. Dennoch, glaube ich, kann man allgemein sagen, wir interessieren uns durchaus für die Studienergebnisse. Wir brauchen nicht immer die besten Noten, aber es sollte schon sichtbar sein, dass jemand engagiert war, jemand sich für sein Studium eingesetzt hat. Wir mögen außeruniversitäres Engagement. Insbesondere das Thema Ausland ist bei uns immer wichtiger. Praktika im Ausland, Berufserfahrung im Ausland. Und dann, glaube ich, kommt man schon ganz, ganz schnell zusammen und anschließend ist die Persönlichkeit wichtig, passend zu unserer Kultur, zu unserem Leistungsgedanken, aber auch, wir sind ein Familienunternehmen, den Familiengedanken weiterlebend. Dankeschön, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Und hier haben wir Herr Kerl von Union Asset Management Holding AG. Orga TV gratuliert Ihnen zum 3. Platz. Herzlichen Dank. Würden Sie uns Ihr Unternehmen kurz beschreiben? Ja, wir sind Union Investment, das ist die Fondsgesellschaft der Raiffeisen und Volksbanken in Deutschland. Wir haben ein Volumen an Assets under Management von ca. 175 Milliarden Euro, also Gelder, die wir für unsere Anleger verwalten, und haben in Deutschland und insgesamt in Europa ca. 2300 Mitarbeiter. Dankeschön. Auf welche Merkmale achten Sie, sozusagen Persönlichkeitsmerkmale, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern? Ja. Wir suchen Mitarbeiter, die zu uns passen. Das bedeutet, dass wir an den Hochschulen unterwegs sind und Studenten ansprechen oder Hochschulabsolventen ansprechen, die Interesse an Kapitalmärkten mitbringen, die natürlich von der Einstellung her keine Spieler sind, sondern sehr verantwortungsvoll auch bei uns arbeiten können. Denn Sie können sich vorstellen, wenn es um Umgang mit großen Vermögen und Kundengeldern geht, dann lässt man da nicht jeden ran. Und deswegen ist uns dieses Verantwortungsbewusstsein sehr, sehr wichtig. Daneben natürlich Fachlichkeit muss auch stimmen. Also das heißt, der Ausdruck in Noten und so weiter, das wird natürlich von uns auch geprüft und vorausgesetzt. Dann bedanken wir uns für das Interview und viel Spaß noch in Saarbrücken heute Abend. Herzlichen Dank.